Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist schon gefühlt Ewigkeiten her, dass ich die Vlogging-Kamera in der Hand hatte und gevloggt habe. Aber heute ist die Gelegenheit, denn der liebe Florian, der Rainbow Mickey Runner, hat ja eine Challenge ins Leben gerufen. Eigentlich wäre ich jetzt heute schon den 5-Kilometer-Lauf am Princess Run in Disneyland Paris gelaufen. Der wurde ja leider abgesagt. Aber der Florian hat sich eine ganz tolle Challenge ausgedacht. Und zwar die, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Royal Virtual Run Challenge. Und wir laufen im Prinzip die Kilometer, die wir heute in Disneyland und morgen in Disneyland laufen sollten, einfach hier zu Hause. Und wir haben die Gelegenheit genutzt. Ich fahre jetzt nämlich ins Saarland, treffe mich dort mit Daniel, Disney Parks and More, Michaela, Magic Dream Girl und der Brina in the One. Ich glaube, Brina in the Wonderland. Ich verlinke sie einfach unten alle nochmal. Ihre Instagram-Kanals. Kanäle. Oh, genau. Also, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Wir wollen noch ein paar Fotos machen vorher. Natürlich immer mit Sicherheitsabstand. Ist ja immer noch Corona. Wir haben auch unsere Mundschutzmasken dabei. Und dann wollen wir zusammen die 5 Kilometer laufen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit gehen. Später ist dann auch noch Daniel im Livestream mit der Jessie, My Kind of Disney. Und ich glaube, wir werden schon ganz schön viel Spaß haben. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und ich vermisse sie irgendwie. Und ich glaube, wir werden ganz viel Spaß haben und wir sehen uns dann dort. So, ich bin jetzt im Saarland angekommen. Die anderen sind noch nicht da, aber Daniel sollte gleich da sein. Ich wollte euch noch jemanden zeigen. Ah! Ich finde ihn so süß. Ja, der ist vorgestern bei mir angekommen und es kommt noch ein anderer Baby Yoda an demnächst, aber ich finde ihn jetzt schon zuckersüß und er ist so schön klein und handlich und man kann ihn überall mit hinnehmen. Ja, ich bin verliebt. Daniel ist schon mal am Vorbereiten. Ja, klar. Was ist denn jetzt hier die Vorbereitung für die nächste Challenge? Natürlich alkoholfreies Radler, ne Brina? Selbstverständlich. Vor dem 5-Kilometer-Lauf. Alkoholfrei. Guck mal, was ein Krönchen. Das werden wir hier im Biergarten. Bild müssen wir dann schnell machen, sonst hat es kein Krönchen. So, wir haben uns spontan dazu entschieden, jetzt doch die 15 Kilometer zu laufen. Heute, weil morgen wären ja die 10 Kilometer dran gewesen, aber das Wetter soll morgen so schlecht werden. Dann dachten wir, laufen wir einfach dreimal um diesen See. Mal sehen, wie wir dann danach aussehen. Da hinten seht ihr übrigens Michaela und Brina, die Fotos machen. Und da ist der Daniel. Schön mit Sicherheitsabstand. Natürlich. So, wir sind alle bereit und wir haben ja uns dazu entschieden, die 15 Kilometer zu laufen. Schaut mal, Michaela läuft als Cinderella. Brina als Jasmin da unten. Zieht schon die Maske an. Und Daniel hat auch schon seine Maske an mit Prinzessin. Wir gehen nämlich jetzt gleich in den Livestream. Ich habe meine Maske auch hier, damit wir uns ein bisschen näher kommen dürfen. Und wir freuen uns ganz doll auf die 15 Kilometer, oder? Daniel ist jetzt auch im Livestream. Nix hier. Live auf Instagram. Ja, Florian, du bist es schuld. Aber ist schön. Habt ihr Spaß? Super! Genau, wir haben jetzt den ersten Kilometer geschafft, den sonst, ne? Halben See. Alles für Instagram. Fast. Jetzt bin ich gerade wieder im Fernsehen. 1,1. Ja, du bist im Fernsehen. Ah, ich habe ja auch eine Nummer, Moment. Ja, also wir haben jeder eine BIP. Ich habe 1955. Hat Michaela hat 1204. Brina hat 1209. Die 1209, also es Daniel geht noch. Hat 1992. 1209, die gibt noch halt. Ihr könnt mal unten kommentieren, ob ihr wisst, was die Zahlen bedeuten unserer BIPs. Sie haben nämlich alle eine Bedeutung. Wir sind jetzt hier am schönen Boostersee. Ich finde die Aussicht auch sehr schön. Da sind Schwäne da vorne. Deinen. Das ist meiner. Ich würde sagen, wir nehmen so einen Schwan, dann ist es einfacher mit den 50 Kilometern. Erst ein Disney-Charakter-Treff. Oh, 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 oh. Ja. Willst du auch ein Bild machen, Daniel? Ja. Wir machen zusammen ein Bild. Hier. Jetzt guck doch mal in die Kamera. Schaut mal, wir haben sogar den ersten Fotospot entdeckt.
Und dann kommen immer zwischendurch so Prinzessinnen oder Charaktere, die dann da halt stehen, damit du Fotos machen kannst, kurz was trinken und so weiter. Und dann geht das halt so. Und das wir sind hier am Robinson-Baum vorbei, so wie im Disneyland. Ihr kennt ja die Ähnlichkeit. Wir müssen uns ja schön reden. Das ist aber wirklich cool. Ja, wenn es offen wäre, ja, hätten können wir noch eine Runde klettern. Ja. Und wir haben den nächsten Character Meet and Greet. Bruni! Hi Bruni! Der nächste Charakterstopp. Wir haben hier den Pascal, der wartet hier auf uns im Wald. Wo ist denn Rapunzel, Pascal? Oh, wir brauchen eine kleine Pause. Wir haben jetzt gleich die 5 Kilometer. Daniel sitzt auch da. 4 Kilometer. 4,4 Kilometer. Michaela ist da auf Toilette. Rina. Yay! Ist schon anstrengend. Vor allem, wir haben eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, haben wir gerade gesehen. 74%. Also Gewitterluft. Letzte Atmung. Kleines Päuschen. Gerade mit Masken. Deswegen, ich muss jetzt mehr Abstand zu euch halten und die Maske aufhaben. Ja, wir wollen ja noch 10 Kilometer laufen. Also eher gehen, spazieren, laufen ist es ja nicht. Im Disneyland wäre das anders, aber da ist auch die Motivation anders im Disneyland. Da sieht man das Schloss, dann läuft man über Main Street, dann hat man die Charaktere. Leute, die einen anfeuern und nicht so komisch angucken, wie alle hier, wie wir aussehen. Ja, gut, ich würde die Leute auch doof angucken, wenn ich sie... Wir werden von hinten beobachtet. Echt? Ja. Sehe ich die hier? Ja, in dem Auto. Achso, da ist die Tür offen. Da sind wir wieder. Ja, Daniel geht wieder live kurz mit Jessie. Guten Tag. Also ihr bleibt jetzt stehen, oder was? Toilettenpause. Nein, Toilettenpause. Oh, Ola. Also, kannst du gerade? Geht? Ich kann gerade. Ja, dann soll Brina machen. Ich soll ein Foto machen, dabei habe ich Handy in der Hand mit euch. Jetzt kommt die Sonne raus, ich werde geblendet. Okay. Was sehen wir jetzt hier, Leute? Den Elefant. Nee, das ist in Maori. Studiotours. Das ist, Was könnte das sein? Studiotours kommt also immer in die Trampoline vorbei. Ich würde sagen Jurassic Park. Ja. Vom Fossilien. Indiana Jones vielleicht auch eher was. Ja. Sowas, ne? Fossilien. Ja. Ich glaube, das ist was Keltisches. Auf jeden Fall gibt es da auch... Und schaut mal, das ist der perfekte See für uns. Hier ist sogar ein Hidden Mickey versteckt. Ach so, meine Lieben, wir haben es geschafft. Die 15. Schokolade habe ich mir verdient. Ja, Michael hat gerade schon Schokolade gegessen. Die gönne ich mir jetzt auch gleich. 15 Kilometer geschafft. Das heißt, die Challenge für Samstag und Sonntag in einem. Und Daniel hat sogar eine kleine Überraschung für uns. Er hat uns kleine Medaillen mitgebracht. Wir haben alle Medaillen. Wir sind alle auf dem ersten Platz. Ja. Ja, es hat uns trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es war auch teilweise anstrengend und hat sich echt gezogen. Teilweise war es anstrengend. War schon ein bisschen öfters anstrengend. Ja, vor allem beim Livestream für Daniel, weil er dann zwischendurch mal reden musste und so. Aber die zweite Runde hatten wir dann auch geschafft um den See und das Wetter ist jetzt auch schön geworden am Ende. Es regnet nicht mehr, die Sonne scheint. Und wisst ihr was? Was gönnen wir uns jetzt? McDonald's! Wir fahren zu McDrive! Ja, schaut doch mal beim Daniel und bei der Brina auf den Instagram-Kanälen vorbei. Die haben nämlich in den nächsten Wochen noch ganz tolle Challenges, bei denen ihr auch von zu Hause mitmachen könnt. Was ist nächste Woche? Drink around the world. Genau. Ich werde auch wieder dran teilnehmen. Also schaut bei den Instagram-Kanälen vorbei. Ansonsten, wenn ihr euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Hey. Ciao. Ciao.